Herzlich willkommen im Keller. Es ist Zeit für ein Dankeschön-Video. Das ist der Dankeschön-Karton. Den möchte ich nicht in die Kamera halten. Nachher ist da irgendwo eine Adresse drauf. Hier noch mein Waldnotizbuch. Das kann darüber. Und dann haben wir hier einen Zettel. Da gucke ich gerade nochmal drauf, dass ich nichts übersehe. Jetzt weiß ich aber wieder, worum es geht. Das ist ein Umschlag. Okay, legen wir auch da drüben hin. Ich habe schon, ich glaube, eine Sache rausgenommen. Mein Coca-Cola-Vorrat wächst ganz hervorragend. Damit kann man auch diverse Leute, die ich kenne, ganz prima bestechen, wenn man irgendwas von denen haben möchte. Tauschmittel ist ja auch immer super, ne? Also es ist nicht so, dass ich die nicht gerne auch esse, aber Tauschmittel kann auch mal ganz praktisch sein. Ich habe neulich nämlich mal gerade getauscht. Also das ist prima, das kann ich hervorragend brauchen. Ich meine Gold, Zigaretten, ja gut, wäre auch ein gutes Tauschmittel für irgendwelche Krisen, aber Schokolade, gerade eben so Dosenschokolade, ewig haltbar. Grundsätzlich muss ich auch noch dazu sagen, ich glaube, du hattest, genau, diesen einen Satz möchte ich kurz zitieren. Du bist ja bekennender Fan von Dosenfutter, deshalb bekommst du das Dankeschön in Dosen. Und damit habe ich auch einen prima Titel für dieses Dankeschön-Video, das Dankeschön in Dosen. Tatsächlich ist fast alles, was hier drin ist, eine Dose. Bis auf das mysteriöse letzte Teil. Das ist hochmysteriös, also wirklich. Ich kann da nicht... Wir können ja mal diskutieren. Vielleicht kann mir ja irgendjemand verraten, nicht unbedingt der es mir geschickt hat, das wäre ja langweilig, sondern irgendwer anders, was ich genau mit diesem Teil tun soll. Ich sag's euch nachher. So, erstmal habe ich hier Dosenbrot. Dosenbrot in kleinen Dosen, habe ich noch nie gesehen, finde ich hervorragend. Ich habe sonst, eine Dose ist ungefähr doppelt so groß, das ist die andere kleine Dose, die ich bisher kannte. Das ist ganz in Ordnung, das hat man nach 2-3 Mal aufgegessen, dann wird das Brot auf keinen Fall schlecht. Aber das ist auch immer noch zu viel für nur eine Mahlzeit. Und deswegen finde ich diese Dosen jetzt dahingehend genial, dass das halt nur eine Mahlzeitdose ist. Ist eine schöne Weißblechdose, mit etwas Glück ist die innen nicht beschichtet, ich habe es noch nicht aufgemacht, dann kann man auch prima drin kochen. Also da bin ich wirklich gespannt, was diese Dose so kann, wie dieses Brot so schmeckt. Roggenschrotbrot geschnitten, Zutaten Roggenschrot, 61%, Wasser, Speisesalz, Hefe, fertig. Kann Spuren von Nüssen, Milch und Sesam enthalten, ich bin ja auf nichts allergisch, von daher ist mir das relativ gleich. Oh, Modersohns Mühlen Backbetrieb GmbH im Weizenfeld 5 in Lippstadt. Weiß ich gar nicht mehr. Warst du nicht, kommst du nicht? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ah, richtig. Richtig, du kommst aus, das kann ich glaube ich sagen, aus Hannover. Deswegen, ja, Modersohn, das ist ja auch, ne, das ist ja so ein bekannter Landschaftsmaler. Ich mag dem seine Bilder sehr, 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 sehr gerne. Da gibt es ja auch noch die Paula Modersohn-Becker, die hat ihn mal irgendwie geheiratet. War alles vom Zwischenmenschlichen scheinbar ein bisschen komplizierter, kenne ich mich nicht aus mit der Biografie von denen. Aber die Modersohn-Bilder, also gerade die von Otto Modersohn, heißt er Otto? Ich glaube, er heißt Otto. Die finde ich ganz, 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 ganz großartig. Monet und Modersohn, das sind so meine Lieblings. Turner ist auch noch super. Künstler, ich stehe auf Impressionismus. Ja, deswegen Modersohns und Lippstadt, meine ich doch, dass ich das irgendwo auch schon mal gehört hätte, weil ich, für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin ja in Hannover geboren und bin erst mit 9 Jahren da weggezogen. Das heißt, ich habe noch so einzelne Fragmente schon noch im Hirn, wie das damals da gewesen ist. Und immer, wenn ich wieder nach Niedersachsen komme, gerade so eben Raum Hannover, so in Anführungszeichen, auch Lüneburger Heide und so weiter und so fort. Irgendwie fühle ich mich da immer noch zu Hause. Auch mal die ganze Tüxensippschaft kommt von da oben. Also, ja, die ganze. Und deswegen, ich meine, ich wohne wirklich gern hier unten im Schwarzwald, ne? Überhaupt kein Thema. Alles toll, prima. Aber gewisse, es ist auch irgendwie Heimat, wenn ich da oben bin. Irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt es so eine Verbundenheit. Hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber Dankeschön-Videos sind ja dafür da, um jede Menge Zeug noch nebenher zu erzählen. Ja, also das ist wirklich super, da freue ich mich. Und jetzt muss ich doch mal den Deckel abmachen und mal gucken, ob die Dose dann, da bin ich jetzt mal gespannt, ob man die dann noch... Ha, das dachte ich mir.
dass das so eine Dose dementsprechend ist. Das ist natürlich toll. Das hebt ewig und man hat auch nochmal einen Deckel zum hinterher auch drauf machen. Dann kann ich nämlich die Dosen auch aufheben und mir dann noch irgendwelche Survival-Kleinteile drin aufbewahren. Das ist, Dosen, selbst wenn es leere Dosen wären, ich hätte eine Verwendung. Dosen sind immer prima und meine Kamera sagt gerade, ich soll den Akku wechseln, dann mache ich das mal schnell. Wo ich so über Dosen nachdenke, möchte ich an dieser Stelle vielleicht noch hinzufügen, dass es im Grunde eigentlich keine positive Eigenschaft des Benz ist, Dosen gut zu finden. Darüber ist er sich durchaus im Klaren, zumal Dosen nicht unbedingt eine besonders umweltfreundliche Form der Verpackung sind. Ob das Zeug da drin schmeckt? Selbstverständlich, alles was in Dosen ist, schmeckt viel besser. Das ist ein anderes Thema, aber jetzt so rein vom ökologischen Standpunkt her, von der Ressourceneffizienz und so weiter, ist Sachen in Dosen packen eigentlich. In dieser Hinsicht bin ich halt echt ein richtig, richtig schlechter Mensch und fühle mich deswegen auch mindestens einmal pro Woche 2 Minuten lang schlecht. Aber ja, es hat halt jeder so ein bisschen seinen Makel, ne? Nobody is perfect und ich mag Dosen. Noch eins! Ne, halt, das war das von eben. Noch eins! Und noch eins! Dreimal Dosenbrot. Sehr, sehr toll. Das hat den Vorteil, dass ich mich dann auch traue, eins bald aufzumachen. Weil sonst, Dosen sind ja für die Ewigkeit. Ich heb die schon gerne auf. Ich habe vor längerer Zeit, das ist wirklich schon ein Weilchen her, mal einen Dosen-Cheeseburger bekommen. Ich habe gemeint, der lebt nicht lange. Ich habe ihn dann doch noch relativ lang aufgehoben. Ich habe ihn, glaube ich, vor 2 Wochen gegessen. Aber das nur vielleicht für den Spender des Dosen-Cheeseburgers. Inzwischen ist er verzehrt in würdiger Umgebung. In sehr würdiger Umgebung. So, weiter geht's mit Dosen, nämlich, das ist einfach nur toll, Dosen-Currywurst. Dosen-Currywurst ist, ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Die Sorte habe ich mal probiert, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube auch irgendwo im Norden habe ich die mal entdeckt. Ich meine nämlich, das Ding, als ich das letzte Mal gerade eben in der Lüneburger Heide war, gab da auch eine Männer im Wald-Tour, meine ich, hätte ich die irgendwo gesehen. Meine hätte mir die irgendwo gekauft. Gutes aus der Eifel. Ja, eben. Ist ja vergleichsweise nördlich von mir aus gesehen. Gutes aus der Eifel, Currywurst. Gegrillte Rostbratwurst in feinwürziger Curry-Tomatensoße. Zutaten. Gegrillte Rostbratwurst in Scheiben. 55%. Oh, guter Wurstanteil. Besteht aus Schweinefleisch, 91%, sehr schön, Trinkwasser, jodierte Speisesalz, Gewürze, Kräuter, Glucose, Stabilisator, Diphosphat, das ist mir alles wurscht, ob das so Stabilisator und so, das interessiert doch mich nicht, ganz ehrlich. Also das, in der Hinsicht bin ich relativ schmerzfrei. Soße, 45%, Trinkwasser, passierte Tomaten, Tomatenmark, Saccharose, warum schreiben sie nicht Zucker? Ja, wahrscheinlich deswegen. Gewürze, modifizierte Stärke, Essig, jodierte Speisesalz, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Karamellzucker, Verdickungsmittel, Guakenmehl. Ich habe inzwischen gelernt, dass man das, glaube ich, auch Guakenmehl ausspricht. Kann das sein? Das ist jedenfalls nicht Gurkenmehl. Das habe ich auch mal irgendwann in irgendeinem Video aus Versehen Gurkenmehl gelesen und habe auf den Deckel bekommen, dass das Guakenmehl wäre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und rote Beetepulver. Inhalt 300 Gramm. Und das Schöne ist, das gibt's auch zweimal. Ich kann mir also dann schon demnächst eine entsprechende Dose aufmachen. 300 Gramm ist auch eine prima Menge, gerade für den Wald, so als Imbiss. Wenn man ein bisschen länger im Wald ist und später erst heimkommt, dann noch so ein bisschen. Und dazu Dosenbrot. Dann brauche ich auch schon nicht gar nicht erst ein Weckle mitnehmen oder irgendwas. Pommes ist immer so schwer zu machen. Ja, ich weiß. Gerade die Zuschauerinnen sind entsetzt von meinen Essgewohnheiten. Ich hab's begriffen, ich bin ein schlechter Mensch, gewöhnt euch dran. Aber ich mag das halt, Currywurst ist lecker. Manno, auch Dosen-Currywurst. Natürlich, ja, ich gebe zu.
Wenn ich mal in Berlin bin, ich bin da selten, aber hin und wieder bin ich da, da esse ich nur Currywurst. Jetzt kommen natürlich die Rheinländer und sagen, unsere Currywurst ist besser. Und die Hamburger, unsere Currywurst ist besser. Die Hamburger Currywurst habe ich so lange nicht probiert, dass ich dazu nichts mehr sagen kann. Bei den Rheinländern, ja, die war sehr überzeugend, aber da habe ich nur ein einziges Exemplar bisher gegessen. Die rheinländische Dosen-Currywurst, die, ich glaube, ich habe noch eine rumliegen. War die nicht auch da aus der Richtung? Langsam wird es unübersichtlich mit den Currywürsten. Und grundsätzlich mit den Danke-Videos. Ups, ich hatte hier schon mit dem großen Geheimnis. So, jetzt. Jetzt wird's lustig. Nämlich. Ta-ta-ta-ta! Warum muss ich jetzt so wahnsinnig lachen? Ja, ich lese euch mal vor hier. Gebratene Krötenbeine. Feinkost Wiegand. Feinkostspezialitäten aus aller Welt. Gebratene Krötenbeine. Aus artgerechter, kontrollierter Züchtung. So, und jetzt muss ich mal sagen, zu diesem Zeitpunkt, als ich das ausgepackt hatte, ich mache ja immer keine Unboxing sogenannten Videos. Ich kann das einfach nicht abwarten. Ich möchte gleich wissen, was drin ist im Paket, sobald es kommt. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Dafür bin ich einfach zu neugierig. Und mein erster Gedanke war, ach du Scheiße, Froschschenkel. Dann habe ich weitergeguckt, aus artgerechter, kontrollierter Züchtung. Naja, okay, dann ist ja nicht so schlimm, wenn es wenigstens aus Züchtung und artgerecht und kontrolliert. Ja, okay, dann ja, mag ich eigentlich nicht so. Die gibt's schon in gebraten. Eigenartig, aber gut, ja, gibt's offensichtlich und wenigstens ist es aus artgerechter, kontrollierter Züchtung. Zum Thema Froschschenkel, eine Anekdote. Damals in der Schule hatte ich eine Mitschülerin, die hieß mit Nachnamen Frosch. Das ist ja per se jetzt erstmal gar nichts so Seltenes. Jedenfalls hatten wir dazu noch einen, eigentlich darf man sowas heutzutage fast schon nicht mehr machen, oder? Eine traurige Welt, dass man sowas heutzutage nicht mehr machen darf. Jedenfalls hatten wir einen lustigen Lehrer in Geschichte und Gemeinschaftskunde unter anderem. Und der hat die irgendwie gemocht. Und wen er mochte, mich hat er auch gemocht, der bekam einen Spitznamen. Ich war Neandi, weil ich so schreibe wie damals die Neandertaler mit den entsprechenden Hieroglyphen in ihren Höhlenwänden und so weiter. Meine Handschrift ist tatsächlich immer noch nicht besonders vorzeigbar. Also ich war Neandi, ne? Aufgrund meiner entsprechenden kommunikativen Fähigkeiten. Ich fand das witzig. Ich habe mich da nicht gemobbt gefühlt. Der hat das so auf eine charmante Art und Weise entsprechend ausgedrückt, dass ich der Neandi bin. Ja, und die war halt Fröschle. Und wenn's Fröschle mal geredet hat im Unterricht, dann hat er diesen hier gemacht. Ey, Fröschle! Hopp! Und diese Bewegung soll das Froschschenkel sammeln in der nicht artgerechten Froschschenkelherstellung in Frankreich darstellen. Wo die Leute in den Sumpf gehen, Frosch an den Hinterbeinen nehmen und dann machen sie alle hopp! Und dann haben sie jeweils ein Bein hier, ein Bein da und der Rest vom Frosch liegt irgendwo in der Gegend. Und das hat er uns erzählt. Und so hat dem Motto, wenn du redest, dann mache ich Alley-hopp. Jedenfalls nach dieser Geschichte mit dem wie Froschschenkel, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich könnte es mir leider Gottes wirklich vorstellen, wohl schon geerntet worden sind, habe ich, also mag ich keine Froschschenkel. Ich habe noch nie welche gegessen. Das ist mir einfach, da kommt mir immer dieses Bild in den Kopf mit dem Alley-hopp. Ja, schon mehr als grausam. Also schwarzer Humor, okay, weil das so als Gag im Unterricht fand ich das cool. Aber wenn du darüber nachdenkst, dass das wirklich gemacht wird, deswegen bin ich mit Froschschenkeln, sagen wir mal, ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Also das würde ich bestimmt nicht kaufen wollen. Jetzt wundert ihr euch, hä, warum macht ihr jetzt sein Geschenk nieder? Sonst freut er sich doch immer über alles. Na, abwarten. Jedenfalls, das war halt meine erste große Erleichterung. Artgerechte Zucht. Ne? Also ja, okay, dann ist ja nicht so schlimm. So, jetzt kann man hier weiterlesen. Gebratene Krötenbeine, Serviervorschlag. Da kann man es sehen. Ich lese mal vor. Servieren Sie die gebratenen Krötenbeine auf leckerem Salat. Diese leichte und leckere Kost wird Sie begeistern. Jetzt ist Folgendes. In dem Moment, wo ich diese Dose angucke, ruft mein Cousin an. Und wir wollten ins Kino. Star Wars. Und ich weiß, er steht total auf Froschschenkel. Dann erzähle ich ihm, ich habe eine Dose Froschschenkel. Magst du dann mal vorbeikommen und probieren? Also, nimmt er mit, macht er alles, kein Problem. Ich esse alles. Tut er wirklich. ja, und weiter geht's gleich. Hier noch.
Feinkost Wiegand. Genießen Sie mit der mit den Spezialitäten von Feinkost Wiegand Gerichte aus aller Welt. Der besondere Geschmack wird Sie überraschen. Entschuldigung. Qualitätsgarantie. Sehr gute Qualität, beste Preise, traditionelle Herstellung. So ein Oller Strichcode ist auch noch drauf, 200 Gramm. Ja, das war's. Ne? Und wie gesagt, ich rufe ihn noch an und erzähle ihm quasi, ja, hier Froschschenkel und so weiter und drehe beim Gespräch die Dose um. Und da klebt jetzt unten noch sowas drauf. Ich mache das nochmal anders. Ich verstecke das hier jetzt nochmal und zeige euch jetzt mal das Letzte, was hier noch drin war. Und dazu gibt es auch einen entsprechenden Absatz im Brieflein. Ja, ich muss es noch zumachen, bevor ich es euch zeige. Und da müsst ihr mir wirklich erklären, ich bin überfordert. Ich versuche es, aber ich glaube, ich bin überfordert. Das hier soll ein Dosenöffner für Grobmotoriker sein. Also Grobmotoriker unbestritten, ne? Da können wir uns sofort drauf einigen. Aber wie zum Geier ist das bitte ein Dosenöffner? Ne? Also erstmal ist dieses Ding lang wie Sau, da kannst du ja ein Fass mit aufmachen, keine Ahnung, irgend so ein Metallfach, Fass. So schaut er dann hier aus und hier ist natürlich jetzt sowas drin. Und ich habe mich zuerst gefragt, hä, muss ich hier jetzt drehen? Was muss ich da jetzt machen? Soll das hier der Dosenöffner sein, dieser Ring? Ich weiß bis heute nicht, vielleicht ist das doch. Jedenfalls kann man dann mit etwas Gewalt dieses Teil hier rausklappen. Und dann habe ich immer, geht das weiter auf, geht doch weiter aus. Auf, nein, es geht nicht weiter auf, das ist alle. Ne? Also das ist ein Liner-Look-Verschluss hier, den kennt man von Messern. Das ist eigentlich... ja, das kenne ich. Das kann ich zuordnen. Und das Ding hier ist eine Klinge. Ist sogar gar nicht mal so unscharf. Ne? Hier vorne fällt sie flach ab. Das Ding da oben ist nicht angeschliffen. Der ganze Rest schon. Und hier ist halt noch so ein Loch. So, und jetzt schreibt er mir, das sei ein Dosenöffner für Grobmotoriker. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit eine Dose bekommen soll. Also... Ne, in Verbindung mit dieser Krötendose ist das ein verdammt lustiges Geschenk. Ich habe da wirklich eine Weile, ich denke jetzt, ich habe das schon ein Weilchen. Also ich bin mal wieder spät dran mit dem Danke-Video. Da ist die Patreon-Sache dazwischen gekommen. Die hat mich etwas abgelenkt. Aber jedenfalls habe ich da mal so spärseshalber rumprobiert. Hä, soll das so? Aber das geht ja, guck mal, also wenn ich das jetzt hier ranlege, ne, und so tue, als wäre das jetzt hier die Kante, die ich in die Dose rammen soll. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das kann ich hier nirgendwo einhaken. Das macht keinen Sinn. Soll ich das so machen? Ich weiß nicht, wie ich mit diesem Ding eine Dose aufkriegen soll. Also diese Klinge ist total massiv. Damit könntest du auch kurz ja, irgendwelche massiven Holzstücke spalten oder sonst was. Ist auch wirklich nicht unscharf. Aber wie zum Geier? Das funktioniert so nicht. Das macht auch keinen Sinn. Also es ist mir... Das macht überhaupt erst recht keinen Sinn. Also mir ist es völlig rätselhaft, wie ich hiermit bitte eine Dose aufbekommen soll. Wie ist das ein Dosenöffner? Dieses Teil ist irgendwie absolut cool, aber was mache ich damit? Das ist übrigens extrem schwer und es hat einen verdammten Gürtelclip. Als ob man den Dosenöffner... Also ist das wirklich ein Dosenöffner? Es ist... wir dürfen gerne alle mal in den Kommentaren rumraten, wie funktioniert das? Was soll ich damit machen? Ist das ein Dosenöffner oder will man mich verarschen? Ja, das ist total lang, also der Hebel ist extrem lang, man kann damit super, also man kann die Dose, soll man die Dose damit wirklich einschlagen? Du hast ja gesagt, Grobmotoriker. Na, also so einfach geht das jetzt auch nicht. Also sie hat wohl eine Beule, da kann man es glaube ich sehen. Also ich habe mit diesem Ding, man kann sich damit auch die Fingernägel schneiden. Habe ich ausprobiert, funktioniert. Es ist mir ein Rätsel. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich hatte dann noch überlegt, kann man hier das da so irgendwie anlegen und dann diesen hier machen? Funktioniert nicht. Kann man das mit diesem Ring hier irgendwie dann da dran und dann diesen machen? Aber wozu ist dann bitte diese Klinge hier überhaupt da? Und warum kriegt man das nicht ganz auf? Ja, ne? Also, für irgendwas muss doch diese Mulde hier noch gut sein. Dann hatte ich überlegt, vielleicht kann man das, das zeige ich auch mal von der anderen Seite, hier irgendwie mit einhaken. Das geht aber auch nicht, das ist bloß diese Fingermulde, damit man das Ding besser rausbekommt.
Also mir erschließt sich wirklich nicht, wie das bitte ein Dosenöffner sein soll. Oder... Also, ich hätte gehofft, vielleicht fällt mir jetzt doch noch irgendwas ein, wie ich diese Dose aufbekomme. Jetzt nehme ich mal einen anderen Dosenöffner und dann machen wir mal diese Dose auf, um den Gag mit der Dose quasi abzuschließen. Jetzt mit schönem Schweizer Offiziersmesser, das hat ja standardmäßig auch einen Dosenöffner. Ich bin jetzt, gehöre zu den Menschen, die mit diesen Dingern schon wirklich viele Dosen aufgemacht haben. Das liegt erstens in meinem Dosenkonsum und zweitens, dass ich in meiner Studenten-WG nur, also ich hatte mehrere Messer mit so einem Dosenöffner, aber ich hatte tatsächlich nur solche Dosenöffner. Erst meine vorletzte Mitbewohnerin, glaube ich, die eingezogen ist, die hat dann einen richtigen Dosenöffner mitgebracht. Also der funktioniert, ne? Also trotz Ben-Motorik kann ein Ben hiermit eine Dose aufmachen. Jetzt gibt es dann Krötenbeine. Okay, Dose ist soweit, dass man sie jetzt aufkloppen kann. Ich habe noch nicht gesehen, was drin ist. Also das ist jetzt wirklich für mich auch Premiere. Ich habe gelesen, was unten drauf steht. Die ist noch ein bisschen besser. Wie geil ist das denn? Also Feinkost Wiegand. Ja. Ja. Krötenbeine. Also hier unten, da habe ich dann auch begriffen, okay, ich muss nicht unbedingt zwingend meinen Cousin zum Döse öffnen einladen. Da steht gebratene Krötenbeine, Fruchtgummi mit Schaumzucker. In dem Moment, hä? Habe ich weitergelesen, Zitaten, Glukosesirup, Zucker, Dextrose, das hier. Glukosesirup, sind das süße Krötenbeine? Haben die die süß eingelegt, bis ich dann realisiert habe, Moment. Also extrem geil. Das war es im Übrigen. Aber ja, ich hatte Spaß. Ich habe Spaß. Ich werde mal meinem Cousin erzählen, dass sich das mit den Krötenbeinen nicht unbedingt erledigt hat, aber er bekommt hiervon definitiv welche ab. Und bin zu blöd, die aufzubekommen. Jetzt probieren wir mal ein Krötenbein. Ja. Ich stehe auf diese Frösche. Ich mag die echt. Dann gibt es auch noch diese Bananen und die sauren Colas. Die mag ich auch noch sehr gerne. Die drei Sachen. Quark. Herzlichen Dank. Macht gute Laune. Und tschüss.